Hi Cuties, what's poppin? Ich habe mir eine neue Kamera gekauft und zwar die Sony RX100 Mark 7 und ich dachte, ich erzähle euch einfach mal was über meinen kleinen neuen Freund, was so alles in dem Paket dabei ist, was die Kamera kostet, wofür ich sie brauche, was halt so ansteht. Als erstes mal zu der Kamera. Diese Kamera ist eine Kompaktkamera. Sie kostet 1089 Euro derzeit und ja, ich weiß, ist eine stolze Summe. Erstmal habe ich eine Kamera gesucht, die videomäßig was drauf hat. Ja, ich bin nicht so der Fotoschießer und ich finde auch, wenn, kann man das nachher bearbeiten und so weiter und so fort. Da würde mir auch mein Handy reichen. Hauptsächlich möchte ich die Kamera nutzen, um einmal B-Rolls zu machen, also Zwischensequenzszenen, einfach auch in engen Räumen, weil so eine große Kamera da nicht so gut kommt. Dann möchte ich damit Videosequenzen aufnehmen aus verschiedenen Perspektiven, was mit zwei Kameras logischerweise besser funktioniert als mit einer. Und ich habe gedacht, vielleicht kann ich euch hier und da auch mal mitnehmen oder für mich privat auch so ein bisschen vloggen, wenn ich mal irgendwo unterwegs bin und einfach schöne Momente einfassen will. Ihr denkt jetzt bestimmt, okay, sie hat ja eine Kamera, mit der sie gerade filmt und ja, das stimmt. Bei der Kamera, mit der ich gerade filme, handelt es sich um die Canon M50. Das ist eine Spielreflex ohne Spiegel. Eine Mirrorless-Kamera. Ich weiß nicht, wie man dazu auf Deutsch sagt. Und das, was ich mir geholt habe, ist halt eine Kompaktkamera. Der Unterschied ist natürlich die Größe. Und gerade wenn ich unterwegs bin und irgendwas vielleicht vloggen möchte oder draußen auch irgendwelche B-Rolls und Sequenzen aufnehmen möchte, kommt es natürlich geiler, wenn ich eine Kamera habe, die ich mir in eine Tasche stecken kann und dann los. Und das ist halt mit der nicht so möglich. Ich finde sie gut für Talk-Videos und dafür würde ich diese Kamera weiter benutzen. Aber ich will sie nicht noch mehr kaputt machen und noch mehr fordern. Ja, weil, wie gesagt, ich mag sie. An sich, ich mag sie. Okay, warum habe ich nicht für diese Kamera entschieden. Es gibt natürlich wesentlich günstigere Modelle, machen wir uns nichts vor. Ich hatte auch zwischendurch mal ein günstigeres Modell, da hatte ich mir die Canon G7X Mark II geholt, genau. Hab gedacht, ach, das wird schon reichen. Und dann habe ich gemerkt, nee, war gar nichts für mich, habe ich wieder zurückgeschickt. Ich kann euch ja die Kamera an sich mal zeigen, anstatt mir nur die Verpackung. Also das ist die Kamera, das ist die Größe und das ist auch der Grund, warum ich sie gekauft habe, weil sie eine kleine Kompaktkamera ist und weil man die mal schnell in die Tasche stecken kann, finde ich halt übelst geil an dieser Kamera. Sie ist wirklich sehr gut gerüstet, um Videos damit zu machen, was ich auch sehr geil finde. Dass die meisten Kameras sind ja nur mal auf Fotos ausgelegt. Ist ja auch normal, weil eigentlich für Videos hast du ja früher mal eine Videokamera gehabt und für Fotos halt eine Fotokamera. Aber mittlerweile mixe ich das und ich finde es eigentlich voll geil. Dazu kommt, dass diese Kamera einen Mikrofonanschluss hat. Hier habe ich einfach die Option, ich kann mit dem Ton von der Kamera filmen, wenn ich meine, das reicht mir aus. Ich kann aber auch so ein kleines Mikrofon anschließen oder ich kann auch ein riesengroßes Mikrofon anschließen. Dazu kommt, dass der Autofokus dieser Kamera einfach so Bombe ist. Ich habe die gestern mal schon mal ein bisschen abgecheckt und ich sage euch, das ist so geil mit dem Autofokus. Viele Kompaktkameras haben einfach das Problem, dass die irgendwie dein Face nicht kriegen oder immer wieder so reinzoomen, als wenn die nicht wissen, wohin, obwohl sie dann dein Face gecatcht haben und so weiter und so fort. Das hat die Kamera halt überhaupt nicht. Das finde ich mega geil. Dazu kommt, dass sie nicht so Gesichtserkennung hat, sondern eine Augenerkennung. Also die checkt... Die checkt dein Auge ab und macht das mit deinem Auge klar. Das finde ich übelst geil. Also egal welches, ne, rechts oder links. Und das Ganze funktioniert halt auch bei Tieren. Und das ist natürlich mega cool, weil so schaffst du es dann auch mal, dein Tier scharf zu schalten, weil ich finde, meinen Kater zu fotografieren in geilen Szenen ist so schwierig, weil er einfach immer durch die Gegend eiert. Was noch cool ist für Tiere, ja, wer halt auch gerne Tiere fotografiert und filmt. Und zwar kennt man das ja, dass wenn man ein Foto von einer Kamera schießt, dann hat das so einen Verschlusston. Also man hört, dass die Kamera gerade ein Bild schießt. Und das kann man mit dieser Kamera übrigens ausschalten. Das ist voll geil. Also man kann die so gesagt auf still und stumm schalten. Das bedeutet, dein Tier schreckt sich dann nicht und denkt, Alter, was war das? Und gerade zuckt in dem Moment, wo du das Foto schießen willst und dann hast du irgendwie safe wieder total das kack verschwommene Foto. Ich könnte euch jetzt auch auf sehr crazy Gedanken bringen und euch sagen, man könnte damit auch heimlich Fotos von Menschen machen, die nicht fotografiert werden wollen. Unter dem Rock-Situation sage ich nur. Aber hey, ich will niemanden zum Spannen anstiften. Was ich auch noch voll cool finde an der Kamera ist zum Beispiel, dass man die Zoom-Geschwindigkeit anders einstellen kann. Also halt so, dass du das normal zoomst, so langsam reinzoomt. Oder man kann das auch schneller stellen, dann zoomt das schneller rein. Das finde ich auch übelst funny. Also damit kann man auch ein bisschen rummachen. Gerade ich bin zum Beispiel jemand, der Sachen gerne schneller ranzoomt und da nicht 10 Jahre dran verschwenden muss, wo die Kamera sagt, ja. Sondern jemand, der sagt, und dann ist gut. Was noch cool ist hier drin, die Kamera hat einen Bildstabilisator. Also ist wie so ein Steady Cam-Stabilisator. Also das heißt, verwackelte Bilder ist dann nicht so. Da kann man auch verschiedene Stufen einstellen und das funktioniert richtig gut. Gerade wenn man sich selber so vloggt,
Ja, habe ich schon gesehen. Der fokussiert dich so, Alter, das läuft. Sieht so hammer aus. Und der letzte Punkt eigentlich, der mich auch noch gecatcht hat, ist natürlich, was das Objektiv alles kann, beziehungsweise was das Objektiv kann, was den Zoom angeht. Und zwar ist das ein 24 bis 200 mm Objektiv. Kannst also deine Nachbarn bespannen, wenn du Bock hast, ja. Aber wie gesagt, auch hier möchte ich nicht zu Spannerei anregen. Kommen wir jetzt einfach mal dazu, was man für den Preis von 1.900... Nee, nicht 1.900, denn hätte ich sie mir nicht gekauft. Was man für den Preis von 1.089 Euro bekommt. Und zwar einmal die Kamera, logisch, ja. Dazu ein Akku, den werde ich jetzt nicht nochmal rausholen, ist halt der Akku dazu. Bedienungsanleitung. Bedienungsanleitung gucke ich mir auf jeden Fall an, weil an der Kamera kann man so viel einstellen. Als ich mir das Menü angeguckt habe, habe ich gedacht, okay, ich bin todesüberfordert. Und ich beschäftige mich schon eine Weile mit Kameras, aber ich bin todesüberfordert. Ich dachte so, okay, aber eigentlich möchte ich jetzt gerne nur die Blende einstellen. Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht, wie. Ich möchte gerne ISO einstellen, aber... Und dann bist du überfordert, dann kommst du in dieses Menü und hast 1000 Variationen und Möglichkeiten und denkst so, ISO? Blende? Und noch dazu gibt es Kabellage. Daran kann man die Kamera laden. Ist eigentlich ganz funny, weil du kannst den reinstecken, das in die Kamera reinstecken und kannst die Kamera direkt dann an der Steckdose laden. Direkt einen Charger für die Akkus gibt es leider nicht, was ich so ein bisschen schade finde, weil... Ich weiß nicht, so direkt die Kamera laden. Ja, ist klar, wenn du unterwegs bist, ist schon ganz funny. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das lieber, wenn man die Akkus einzeln laden kann, weil ich finde auch immer so, ein Akku reicht für eine Kamera eh nicht. Ich habe mir auch noch weitere bestellt. Das ist jetzt eigentlich so... Ansonsten haben wir hier noch so ein Armbändchen, wo man die Kamera ranmachen kann. Aber auch da muss ich sagen, Sony, haben wir ein bisschen am Geld gespart, ne? Ich mag diese Armbändchen, die man so zuziehen kann, die man hier so zuklemmen kann. Aber das ist einfach nur so ein Bändchen, das finde ich immer blöd. Aber Hauptsache, es steht Sony drauf. Ganz wichtig. Was auch noch dazu kommt und ich irgendwie weird fand, als ich es gesehen habe, das sind so kleine, das muss ich jetzt mal ablesen, weil ich weiß jetzt echt nicht, wie sie, die haben dafür eine Bezeichnung und zwar nennen die ja Schultergurtadapter. Ja, Schultergurtadapter. Jetzt denkt ihr so, what? Wenn man jetzt mal so die Kamera nimmt, an der Seite hat die so ein Öpsi, da macht man den so ran und dann hier oben kann man den Schultergurt ranbinden. Im Endeffekt denke ich so, okay, aber wo ist der Schultergurt? Der war nämlich nicht dabei, sondern nur dieser Adapter. Und da habe ich auch gedacht, Alter, da mach doch einfach gleich einen Schultergurt, wo das dran ist. Warum dieser Adapter? Da war ich auch ein bisschen enttäuscht. Also allgemein, was das Zubehör angeht, habe ich gedacht, für den Preis hätte man eigentlich irgendwie ein bisschen was anderes erwartet. Aber hey, ich wollte diese Kamera haben, ja. Und ebenfalls irgendwie eine schwache Leistung, weil ich auch gewohnt bin, dass ich zum Beispiel an der Canon-Kamera das eigentlich auch irgendwie inklusiv habe, ist eigentlich so eine Tasche. Das ist das, wo drin die Kamera kommt, ja. Also das ist einfach nur so eine billige, wir versuchen so ein bisschen zu schützen, Hülle. Wie gesagt, eine Tasche musst du dann auch wieder dazu holen. Die kosten ja dann auch wieder Geld. Also das finde ich wirklich richtig, richtig erbärmlich, ja. Dass Sony sagt, nö, komm, ich drehe dir hier eine 1.000-Euro-Kamera an, aber kriegst einen Lappen, da kannst du hier reinschnöseln. Ich meine jetzt ganz ehrlich, wenn du eine Kamera für 1.000 Euro kaufst, willst du sie auch irgendwie safe verpacken, wenn du unterwegs bist. Ach komm. Und das war's auch. Mehr kommt zu der Kamera auch nicht mit. Und ja, ein bisschen traurig. Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe jetzt schon einiges an Zubehör bestellt. Zum Zubehör direkt kann ich euch ja nochmal ein extra Video machen. Aber wie gesagt, da kommt noch wieder einiges dazu, was man braucht natürlich. Und dann ist man schon, ich glaube insgesamt noch habe ich dann 1.300 oder 1.200 Euro dafür bezahlt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ist auf jeden Fall ein Haufen Schotter für eine Kamera, finde ich. Ja. Und ich finde, da hätten... Ja, ein paar Sachen hätten hier ruhig dabei sein können. Wenn du überlegst, am Anfang hat die sogar 1.200 Euro gekostet oder so. Oder 1.300 Euro. Irgendwas in dem Dreh. Und wenn ich überlege, für 1.300 Euro auf jeden Fall und ich hätte nur das gekriegt, was ich jetzt gekriegt habe. Ich glaube, dann hätte ich gerne Sony vor ihre Fabrik gekackt. Ja, also als Konsument ist das dann schon ganz schön rar, was man dafür kriegt. Also wer Bock hat auf eine geile Kamera mit scheiß Zubehör, integrierten Zubehör, was dazu geschickt wird, ey, dann guckt euch die an. Wie gesagt, die Kamera auf jeden Fall ist schon cool, fetzt schon. Ja, ihr werdet ja jetzt noch ein bisschen was dazu sehen. Ich denke mal, ich werde hier und da noch ein Video machen. Wie gesagt, zum Zubehör werde ich nochmal ein Video machen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch so eine teure Kamera kaufen würdet oder sagt, nee, geht doch günstiger. Ja, das könnt ihr mir gerne mal in die Kamera schreiben, ja. Bitte nicht in die Kamera. Schreibt es einfach mal in die Kommentare und ihr wisst, wenn ihr das Video mögt, wenn euch das Video gefallen hat, wollte ich eigentlich sagen, egal, Daumen. Und ja, ansonsten, bis dahin, bis dann.